Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Partwork Modellbau für den Bau unseres Fast and Furious Dodge Charger RT. Die nächste Ausgabe liegt parat und wartet darauf, verbaut zu werden. Ausgabe Nummer 3, um genau zu sein. Und ja, wie die ersten Ausgaben, wie ich ja schon letztes Mal gesagt habe, üblich, wie bei diesen Ausgaben, ersten Ausgaben üblich, es gibt erstmal viele große Bauteile und viele sichtbare Bauteile, die das Modell letzten Endes dann am Ende auch auszeichnen werden, bevor es dann in die Detailarbeit geht. Und genau das passiert nämlich auch heute in der heutigen Ausgabe, denn wir beschäftigen uns mit der kompletten vorderen Front des Autos. Und zwar, ja, die Fronthälften werden wir bekommen, den Frontgrill anbringen, die Abdeckungen dazu und die Verzierungen dazu und auch die Scheinwerfer und Blinker werden alle mit eingebaut. Also sehr viel wird da dann letzten Endes zusammenkommen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Deswegen legen wir direkt los mit der nächsten Ausgabe vom Fast and Furious Dodge Charger RT, Ausgabe Nummer 3. Ja, die nächste Ausgabe ist dran, Ausgabe Nummer 3 vom Dodge Charger. Und ja, wie ich schon gesagt habe in der letzten Ausgabe, heute erwartet uns vieles. Da habe ich es euch ja schon gezeigt. Dieser fette Blister mit ganz vielen Bauteilen für die Front unseres Modells. Da wollen wir dann gleich direkt ran. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ergebnis dann im Endeffekt aussehen wird. Darum geht es. Und ja, ansonsten, viel zu lesen gibt es in den Heften ja leider nicht, beziehungsweise kann ich es leider nicht lesen. Falls ihr mal eben reinschauen möchtet, das ist zwar jetzt die spanische Version, aber es geht natürlich hier auch viel um die Serie an sich, um die Fast and Furious Reise, steht auch das Universum Fast and Furious. Das gibt es hier mal. Und dann eben die Montageanleitung. Mehr ist in den Heften momentan gar nicht drin. Auch interessant, so ein schönes Rückseitencover, das ist aber nur bei den ersten drei Ausgaben, weil die noch mit einer großen Pappe im Zeitschriftenhandel geliefert werden. Die anderen sind da ein bisschen Blanko oder ein bisschen Werbung mit, auf Spanisch in meinem Fall. Das ist jetzt nicht ganz so spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass wenigstens da auf der Rückseite bei uns in Deutschland dann wenigstens hier eine Vorschau kommt später. Schauen wir mal. Gut, aber genug gequasselt, wollen wir da ran? Natürlich wollen wir da ran, denn das könnte bestimmt wieder ein bisschen dauern. Deswegen einmal wieder aufmachen, das ist auch das letzte Mal, dass wir hier diese mega Pappe hinten dran haben. Weil diese Ausgaben, wie gerade schon gesagt, in so einem dicken Blister kommen beim Zeitschriftenladen. Deswegen sind die so eingepackt worden. Die anderen Ausgaben kommen dann nur noch in Blistern bzw. in Plastikhüllen. So, schon mal den Hintergrund weg. Und dann wollen wir da mal ran. Auch hier natürlich aufpassen, dass einem die Einzelteile gerade hier unten nicht um die Ohren fliegen. So, und da ist mir die eins gerade schon rausgeplumpst, zum Glück nur rausgeplumpst. Hier klebt aber nichts mehr dran. Das ist nämlich gleich das RT. Sehr schön. Emblem, das lege ich mal wieder hier schön rein. Da sind sie, die Bauteile mal ohne hässliche Verpackung. Wir wollen keine Verpackung, wir wollen Bauteile haben. Und zwar haben wir hier, das müsste, ups, das untere Frontstück sein, aus Metall, Hochglanz, schwarz lackiert, wie ihr hier sehen könnt. Sehr edel auf jeden Fall. Bloß keine Kratzer reinmachen. Dann haben wir das obere Stück. Da werden wir gleich einiges reinbauen. Das hört man aber schon. Das ist aus Plastik. Hier rum muss ich da nochmal gucken, aber auf jeden Fall, das ist die obere Struktur. Dann haben wir hier eine schöne, ja, Verzierung in Metallic Silber, auch aus Plastik. Und diese, ja,
ich wollte schon sagen, den Grill ähnlich, aber das ist eine Art Netz beziehungsweise eine, ja, Streben, so kann man sagen, also ein Netz ähnlich eben. Sieht man vielleicht hier, kann man auch auf jeden Fall noch durchgucken. Da sieht man vielleicht hier diese Struktur ein bisschen. Jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen. Ja, das ist dabei. Das wird alles nach und nach zusammengefügt. Hier kommen auch schon mir Schraubbeutel entgegen mit AP-Schrauben, CP-Schrauben, BP-Schrauben, DM-Schrauben, alles mit dabei. Die lege ich mir natürlich erstmal zur Seite. Und die anderen Teile, die wir hier drin haben, auch gut, den Frontgrill kann ich auch nochmal rausholen. Das ist der hier. Den lege ich mir die großen Teile schon mal beiseite. Die kleinen Teile hole ich mir nach und nach gleich raus, wenn wir sie brauchen. Die sind nämlich gleich dafür da, für den Einbau der Scheinwerfer und der Blinker. Ich würde sagen, ich lege erstmal alles wieder parat und dann geht's los. So, ja, legen wir los und wir brauchen zuallererst diese, ja, obere Seite oder das obere Teil von der Front. Das ist ja dieses Stück aus Kunststoff. Und wir sollen das Ganze mal eben gucken, wie warum wir das legen sollen. Da müssen wir auch eben drauf gucken, was wo ist. Hier ist so eine kleine, will ich sagen, Kerbe drin. Hier sieht man das vielleicht so ganz eben, dass so eine Kerbe hier in der oberen Linie drin ist. Die sehe ich allerdings auf dem Bild noch nicht. Beziehungsweise sind aber auch hier keine Schraublöcher. Genau, das muss nämlich andersrum gehalten werden. Wir sollen das jetzt so halten, dass hier oben ein paar Schraublöcher, so wie es aussieht, drin sind. So sollen wir das Ganze halten. Das ist jetzt von mir aus gesehen nach dort. Und jetzt kommen erstmal die Scheinwerfer. Und zwar brauchen wir jetzt jeweils, ich hoffe, die Teile sind relativ gleich. Ja, die sind zum Glück gleich, sehr schön. Die ganzen Halterungen, Gläser. Ich hoffe, die sind auch alle gleich, die Gläser. Mal eben gucken. Ja, auch alle gleich. Sehr schön, vielen Dank, D'Agostini, dafür. Eins, zwei, drei, vier, ne, 2x2 Gläser haben wir hier. Dann eine hintere Abdeckung. Einmal und zweimal. Das sind erstmal die ersten Schritte, die wir machen sollen. Da nochmal hin. Und na, willst du wohl? So, die sollen zuerst einmal verbaut werden. Und zwar soll erst einmal dieses vordere Stück mit eingesetzt werden. Dieser hier, dieser Ring. Ich glaube, wie rum ist, glaube ich, egal. Kann mich aber auch täuschen. So passt das noch nicht ganz. Andersrum gucken. Ja, okay, so passt das. Es geht nur eine Richtung. Das sieht man relativ gut. Das sieht man auf den ersten Blick vielleicht nicht. Aber hier sind so kleine, ja, kleine Enden hier, die ineinander greifen müssen. Hier diese schwarzen Plastikränder hier. Wie so ein V geformt hier, diese hier. Da passen die schon rein, die können wir schon mal reinlegen. Dann kommen die Gläser dazu. Die gehen auch, glaube ich, nur in eine Richtung. Weil dann die Pins eingreifen. Ja, eins. Und noch eins. Genau. Sitzt auch. Und dann kommt die Abdeckung wahrscheinlich drauf. Genau. Da mal eben gucken, ob es auch andersrum gehen würde. Ja, okay, da ist es egal tatsächlich. So, und das Ganze wird mit zwei BP-Schrauben verschraubt. Die haben auch einen etwas größeren Kopf. Dann wird das Ganze besser zusammengehalten. Das sollte eigentlich nicht ganz so schwer gehen, weil das ja nur Kunststoffteile sind hier. Ja, das geht sehr gut. Einmal. Ups. So, zweimal. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch mal auf der anderen Seite. Jetzt wieder dieses Stück rein. Wieder falsch rum. So. Dann die Gläser, jetzt haben wir schon Übung da drin.
Also Gläser sage ich jetzt nur, ne, weil es Glas simulieren soll. Es sind nur Plastikteile, also mehr nicht quasi. So sieht das Ganze dann schon mal aus. Und dann noch die Abdeckung drauf. Und mit zwei weiteren BP-Schrauben wird das Ganze dann dicht gemacht. Eins. So. Und die Nummer 2. Beide sitzen dran. Einmal hier und einmal dort. Und von innen sieht das Ganze jetzt schon mal so aus. Aber sieht noch ein bisschen nackig aus, das Ganze. Deswegen kommt jetzt ein weiteres Teil, nämlich der Frontgrill hinzu. Das ist dieses Stück hier. Ich glaube, diese beiden Seiten sind tatsächlich identisch. Ja, sieht zumindest sehr danach aus. Das kommt jetzt hier in die Mitte. Wird reingelegt. Zack. Und auch hier mit zwei Schrauben verschraubt. Hier sind zwei Löcher auf der Hinterseite. Da kommen jetzt zwei AP-Schrauben rein. Da haben wir auch noch genug für. Ich denke mal, da brauchen wir dann noch ein paar von. Dann wird das Ganze von hinten verschraubt. Dann ist der Frontgrill auch dran. Eins. Dann mal schon von innen drücken. Damit die auch schön ineinander greifen. Sonst drücke ich das Plastikteil ja immer wieder weg. Ist auch nicht der Sinn des Ganzen. So, damit sitzt der Grill auch mit drin. Sehr schön. Dann geht es weiter mit dem, ich will es immer sagen, mit dem Netz hier, mit der, ach, wie heißt das denn? Ich muss mal eben gucken. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Wie heißt das Stück? Ich brauche jetzt nicht den spanischen Namen davon. Das bringt mir relativ wenig. Das Frontgitter, danke schön. Das Frontgitter ist dieses hier. Da kommt jetzt das RRT-Emblem, was mir schon gerade fast weggeflogen ist, mit rein. Und zwar hier an dieser Position, die ausgespart ist extra oder so vorgefertigt ist. Da wird es einfach eingesteckt. So, haben wir auch. Da glänzt schon das RT-Logo. Sehr schön, auch in Silberrot, sehr edel. So, und jetzt wird das praktisch schon fast alles zusammengesetzt, denn jetzt kommt dieses Frontgitter hier mit rein. Oder hier drauf, hier drüber praktisch. So, quasi. Und darüber kommt jetzt, beziehungsweise ich kann es auch andersrum legen, ich glaube, das ist einfacher. Ich nehme erstmal dieses Stück hier, die Verkleidung, andersrum, leg das Teil hier rein, leg das Gitter hier rein, damit das schon mal seine Position hat. Genau. Und dann kommt das Teil hier mit drauf. So, quasi. Und das wird jetzt, müsste jetzt eigentlich nach was aussehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Und das soll jetzt verschraubt werden, und zwar mit 2, 4, 6, 8 Schrauben oder sogar 9. Hier steht 8, ich sehe aber 9 Schrauben, ehrlich gesagt. Und zwar sowohl hier an den Enden jeweils 2, eigentlich überall fast, an verschiedensten Punkten müssten auf dem 8 sein, 4 oben und 4 unten. Ich mache es mal in den 4 Ecken, würde ich sagen, damit das Ganze auch entsprechend stabil ist. So, damit haben wir das dicht. Sieht richtig geil aus, wie ich finde, mit diesem Gitter davor, vor den Scheinwerfern.
sehr, sehr geil. Finde ich, sieht wirklich gut aus. Und wie wir sehen können, hier sind jetzt jeweils 4 Schrauben drin. Hier oben 1, 2, 3, 4. Auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4. Genauso, die das Ganze zusammenhalten. Das haben wir. Dann geht es weiter mit der Unterseite der Front. Diese hier, die schön aus Metall ist und schön lackiert ist. Den legen wir uns erstmal kurz zur Seite. Und zwar, wir gucken, wie wir es halten sollen. So, nein, so rum. So rum quasi. Und da kommen jetzt die Blinker rein. Die bestehen auch aus jeweils 3 Teilen. Ich kippe das jetzt einfach mal aus. Ich denke mal, die sind identisch. Hoffe ich zumindest. Wenn nein, dann habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, der mir vielleicht teuer zu stehen kommt. Nein, die sind auch identisch, glücklicherweise. Danke. Auch hier wieder so ein vorderes Stück. Haben wir hier. Dort. Dann der Blinker an sich in Orange. Zweimal. Da haben wir sie. Und dann noch hintere Abdeckung. So, die kommen. Ich halte immer noch falsch rum. Sehe ich gerade. Doch so rum. Ach, Mensch. Ein bisschen Lesen bildet dann doch. So, das Stück kommt zuerst hier rein. So wie es aussieht. Jo. Wird hier einfach so reingesteckt. Hier. Damit das eben schön so aussieht. Haben wir. Dann kommt da der Blinker rein. Der ist komplett rund. Also eigentlich müsste es nur ein Einstecken sein. Wobei, da ist ein Pin. Ist hier auch ein Pin irgendwo? Nein. X-Pin. Okay, dann einfach so einsetzen. Und dann kommt die Abdeckung drauf. Anscheinend, ja. Und zwar hat die so 2 kleine, ja, will ich sagen Löcher, aber solche Kerben hier drin. Die sollen gleich, ich zeig's euch gleich sofort. Das Teil wird nämlich hier so drauf gesetzt anscheinend. Das macht ja auch keinen Sinn. Bin ich doof oder bin ich doof? Ich muss die Dinger ja irgendwie erstmal drüber kriegen. Damit die sitzen können überhaupt. Also ist das alles schön und gut, aber das passt hier noch gar nicht. Ah, okay. Einfach umdrehen das Ganze, dann passt das dann doch. Ah. Manchmal ist man so ein bisschen durch. Ich merke es schon später am Abend. Das soll mit DM-Schrauben, der mit großen Köpfen, dann fixiert werden. Manometer. Einmal. Ups. So, ja, sehr schön. Da haben wir die Blinker. Und dasselbe noch auf der anderen Seite. Jetzt habe ich Übung drin. Vorderstück rein, Blinker rein, dann das Licht rein und dann den Deckel drauf in der richtigen Position, weil sonst passt das alles nicht hier. So, und 2 weitere DM-Schrauben. Wir haben gerade noch so viele über, ehrlich gesagt. Wir haben noch 3 AP-Schrauben, die wir aber wohl nicht mehr brauchen. Aber, na gut. So, und damit, oh, sehr geil, sind die beiden Blinker auch dran, links und rechts, sehr schön. Und dies soll jetzt praktisch schon mit dem vorderen Abschnitt, diesem hier, dem oberen Abschnitt, verbunden werden, indem dieses Stück jetzt hier unten quasi dran gesetzt wird.
Hier haben wir jeweils zwei Löcher, hier, da und dort. Und das wird praktisch hier so drauf gesetzt, weil hier ist auch noch jeweils, kann man sehen, da zwei Löcher und da genauso. Das wird so drüber gesetzt und dann greifen die schön die beiden Teile ineinander. Genau, so sieht's aus. Und das Ganze passiert mit 4 CP-Schrauben. So, nehmen wir 1, 2, 3, 4. Dann kurz zusammenhalten, dass zumindest das Teil mir gleich wieder nicht wegfliegt. Ja. Ist alles schwarz und schwarz hier. Ich hoffe, ich habe getroffen. Ich zeige euch gleich das Ergebnis sofort. Aber das sah wohl gut aus. Ups, das nimmt das Ganze schon Gewicht an, logischerweise durch das untere Metallstück. Ist toll, das Frontstück, das eigentliche Frontstück, das ist komplett aus Plastik. Aber der Unterteil dann aus Metall, wahrscheinlich, weil das dann schon so ein bisschen zur Karosserie gehört. Also ich empfehle wirklich gerade bei diesem Modell, wo ja gerade die Außenhülle, nenne ich es mal, ja komplett Hochglanz ist, wie auch schon beim Ecto One. Da ist es jetzt vielleicht ganz so dramatisch, weil das Hochglanz weiß ist beim Ecto One, aber hier ist es Hochglanz schwarz. Das heißt, wenn man irgendwie mal Kratzer reinhaut, das sieht man sofort und sämtliche Unebenheiten sieht man da sofort. Bei Hochglanz weiß, dann sieht man es nur, wenn es andere Farbe hat. So, und damit richtig schick. Schaut es euch an. Richtig schick. Schön metallic. Da haben wir sie, die Front für Ausgabe Nummer 3. Hier schon bereit, kann man sagen, die LEDs zu empfangen. Aber bis das kommt, das wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit dauern. Ja, das ist der Schritt für Ausgabe Nummer 3. Und genau, eine Sache wollte ich noch eben gucken mit den Schrauben. Aber 2, nee, das passt eigentlich, 2, 4, 6, ich sehe nämlich gerade hier auf diesem Bild 9 Schrauben, die eingeschraubt werden sollen bei der Front. Aber eigentlich habe ich das gemacht, 2, hier unten habe ich nicht, 4, na doch, da habe ich gemacht, 6 habe ich gemacht. Eins, zwei. Ach doch, hier ist noch ein Punkt, wo ich was durchjagen könnte. Okay, vielleicht brauche ich doch eine 9. Schraube, weil anders passt das sonst nicht. Obwohl, auf diese eine kommt jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht an. Aber können wir ja auch nochmal reinhauen. Geht nur ein bisschen schwierig, weil da so ein Nupsi vorne ist oder ein Schraubloch vor ist. Egal. Auf jeden Fall ist es jetzt noch mal deutlich fester als vorher. Ja, das Ergebnis von Ausgabe Nummer 3. Sehr schön. So soll es sein. Gut, damit haben wir auch die Ausgabe 3 abgearbeitet. Mal wieder ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und ja, wie gewohnt schauen wir eben kurz nach rein, was in Ausgabe 4 kommt, beziehungsweise ich kann euch die Bauteile leider nicht zeigen, weil ich die noch nicht habe. Die wurde mir leider noch nicht geliefert, die kommt noch nach, aber ich kann euch trotzdem kurz einen Blick in die Ausgabe 4 geben. Ja, die Ausgabe 3 ist verbaut und die Front sieht, ich finde, richtig geil aus. Da schauen wir nochmal eben rein. Da ist sie, die Front mit dem Frontgitter davor. Sehr schön, finde ich wirklich, sieht sehr gut aus. Und dann eben die untere Seite auch noch mit den beiden Blinkern. Sehr schön, Scheinwerfer sind auch mit eingebaut. Wunderbar. Ja, das ist der Schritt von Ausgabe Nummer 3 gewesen. Und das ist auf jeden Fall die letzte Ausgabe, die ich in diesem Jahr euch zeigen werde. Die nächsten Ausgaben kommen dann im neuen Jahr. Ich gucke mal eben kurz in die digitale Ausgabe 4. Die habe ich leider noch nicht als Heft. Und die Bauteile eben auch noch nicht. Was uns da erwartet, Sekunde. Ich kann aber schon mal... Da ist sie.
Und zwar in der nächsten Ausgabe 4 geht es um die Bremse und Radaufhängung vorne links. Das heißt, wir werden uns wieder mit dem Rad beschäftigen, was wir letztes Mal hatten. Und die Radaufhängung dafür bauen, so wie es aussieht. Genau, und dann auch mit dem Rad verbinden. Sorry, wenn ich jetzt immer zur Seite gucke, da steht mein Laptop, deswegen. Darum geht es in der Ausgabe Nummer 4, die dann, wie gesagt, zu Anfang des nächsten Jahres online kommt. Für heute, für die Ausgabe 3, haben wir alles erledigt. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise meinem Kanal auch super gerne ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn hier die nächsten Videos auf meinem Kanal online gehen. Für alle, die jetzt aber nur den Dodge Charger bei mir anschauen, natürlich auch kein Problem. An diejenigen wünsche ich euch jetzt, und für euch, die jetzt ihr zuschaut, wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020. Denn wie gesagt, Ausgabe 4 kommt dann erst im neuen Jahr. Bis dahin, wie gesagt, ein paar wunderschöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Rutscht nicht zu steil in das neue Jahr 2020 hinein. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr, kann man sagen, bei der Ausgabe 4 gesund und munter wieder. Bis dahin noch ein paar wunderschöne Tage und bis zum nächsten Mal.